Akkordi anfangen oder? 3, 2, 1, los! Ja! Das kommt drauf. Der macht nur Gimmicks, Alter! Oh, Digga, das ist nix, Digga! Ja, Digga! Gib ihm, Digga! Der kann nicht! Digga, überleg mal, er ist einfach flach, Digga! Er hat keine Extra-Kontakte. Er ist laut hier! Der wiegt auf ihm! Einfaches Game, Digga! Hat leicht verdientes Geld! Ja. Guck mal, der kämpft nur mit Haushalt gegen Du hast ein Schwert, Mann! Schön, schön. Ja, Digga. Ja, guter Schwert. Du bescheidst meine Frau! Ja, Level. Er so Würstchen, du so. Ja, richtig guter Schwert, Digga. Let's go.
Schon den High Blastock in dem ersten Match verpasst. Commentators alle. Ja, das ist mein Chef.
Ach stimmt, da ist das Weg. Wir müssen kurz warten. Ein paar technische Störungen. 3, 2, 1, go! Oh my God.
Let's go,
Rose. Go red, go red, go red. Sir! 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 Sir!
Lass dich nicht verarschen. Nee, nee, nee. Michael hat sein Veto schon benutzt. Yeah!
Holy shit.
fucking Among Us, Alter. I think it's got a sauce. Yeah, it's really sauce. Oh, it's kind of sauce right now, that's great. Yeah, she moved out in I think it was Ophis in comps. Yeah, he bent the comp as well. Just a bit of magic in there. Just threw a bomb. All above target? Oh shit. Yeah, dang. Oh, shit, Bubis macht den Amogus mit den Händen. Amogus Oh, yeah.
Costa. Oh, fuck. Wow. Lass mal diese Holy fucking shit. Der Profis dreht sein Combo-Video ein. Ihr seid nur Futter für ihn. Das oh, das war ekelhaft, ne? Na klar. Ja, der ja noch. Das war das. Das war, glaube ich, auch irgendein komisches Online-Spiel. Richtig geil. Wenn ihr auch Online-Kritik gespielt habt. Genau so. Wie sie Angst haben. Yeah. Dicker Schatten der Nacht, das wird sehr ins Match. Hier sind all die meine Augen. Ja, auf jeden Fall. Weiß ich, dass wir dann nachher auf dem Berg, Digga. Das ist schon mal ein Oh!
Thank you.
Performance! Let's go!
Doubles Partner of Doom. Schon eine gute Performance heute hingelegt, auf jeden Fall. Ja, safe. Ja, aber der Dennis ist einfach zu stabil. Wer wird gegen Dennis reingeschickt? Ja. Auf jeden Fall Pro-Pick Dennis reinzuschicken, ja. So, wen hat denn eure Crew jetzt alles noch? Ihr habt Parsec auf jeden Fall noch. Ihr habt Deep-Hypes, ne? Deep-Hype? Ja, Mann. Also, hey, es ist echt alles noch drin hier. Keepers, der Wachspieler ja. Gegen Peaches. Ja, ja, ja. Hier jetzt das stimmt. Dennis noch mit der Secret Spread Rumbler zu machen. Pro, Pro, wir hatten schon in unserem Set darüber kurz geredet, ne? Na, ja, das war ohne Rumble, Luma, altes, ja. Altes Holz hier, ohne Rumble spielen ist wie ohne Audio spielen, ne? Korrekt. Ja. Es ist halt eigentlich, wie Set von der eigentlich dumm. Es lohnt sich gar nicht. Ja. 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 Genau. Und Dennis, ein Profi, Dennis kennt versteht. Einfach jeden Trick. Dennis versteht. Er nutzt Dennis jeden Vorteil aus. Versteht. Ich wollte gerade fragen, wer Ganondorf spielt bei euch. Ja, wollt ihr noch ein CPU dazu? Level 9 Ganon. Ihr könnt einfach könnt alle, alles noch reißen. Ja, alle gegen CPU vertauschen. Ja, nee, ohne Scheiß, also die Falsch jetzt wäre wahrscheinlich schon ein ganz guter Pick, aber ich weiß nicht, wie das Matchup zwischen den beiden aussieht. Ich glaube, er hat Rumble-Punkt. Ja? Okay. Ja, ist das jetzt einfach ein... Oder hat, also ist das Trash Talk oder ist das ein echtes Gefühl? Dummes Schwitz. Ah, okay, das ist dumm, ja. Okay. Ja, okay. Ja, also vorhin habe ich auch irgendwann über das Matchup geredet. Ich stelle es mir so vor, dass Peach erstmal, also für Martin ist es ziemlich straightforward, was man mit jemandem eigentlich spielen will. Und als Peach ist es ein bisschen kniffliger, halt so, man muss irgendwie an seine Turnips kommen. In Range und so. Oh, der Blaze! Auf jeden Fall, aber Dennis kennt das Matchup wahrscheinlich gut, ne? Er hat halt gegen Arthur gespielt. Ja. Oh shit! Ja. Gut gegessen. So, wer ist denn eigentlich noch drin? Also Parsec, Deep-Hypes und. Keine Ahnung. D-Rage, oder? Kommt's ja. Sein? Jo. Ja. Ah, ist ein Mars-Spieler. So hier. Auch ein Alter, Fabio. Genau. Fabio. Da hinten mit der Brille. Ja, aber es geht los. Es geht los. Okay, das wird jetzt wirklich spannend. Oh, gleich eine Bombe. Die nehmen wir doch gern. Oh. Von 1 zu 28%. Alles Jeep.
Kolbs Spiel Center Stage erstmal ganz gut. Dennis holt sich einen Turnip. Was will. Oh! Alter! Ja, das Maximum vorbei. Mileage! Das vorbei. Das Optimum! Optimal Turnip Play! Oh, schöne Bär. Ah, okay. Oh mein Gott, die Waschmaschine rettet ihm das Leben da. Ja, wir machen auf jeden Fall, ja. Schon stabil, Ort. Jetzt ist eine Rüche! Geh runter da! Oh, ja, ja, ja. Dennis weiß genau. Weiß er auch, weiß er auch. Ja, ja, Dennis weiß genau. Oh, No Impact Land Shenanigans. Da wäre der Grab auch gut drin gewesen, ne? Nee, der war nicht. Ja, das ist schon einfach. Ja, es gut, stelle ich mir das Match auf 50-50 vor. Aber, also, wie glaubt ihr so ein 50-50 oder in so ein Match auf Also, ich sag mal, es ist ein hartes 50-50 für Peach, würde ich sagen. Ja, es kommt ein bisschen auf einer Tür, wie andere den besser kann. Ja. Oh, let's go, Dennis! Hast du, Mann! Jan Wolf! Jan Wolf! Jan Wolf! Jan Wolf! Jan Wolf! Jan Wolf! Ja, Mann! Noch eins! Bleibt scheinbar cool. Let's go, Dennis! Alles drin? Hat gerade nicht so Bock, Turnips zu ziehen. Ja, Mann! Noch eins! Ja, Mann! Er muss keine Turnips ziehen! Oh, stabil! Easy coming! Ja, so wie Berlin, angeblich. Kann Dennis beweisen, dass schon mal hart. Ja. Ja, hat er schon tausendmal. Und er wird damit niemals jetzt, aufhören, weil jetzt Dennis es drauf ankommt. Oh, shit. Boah, Mann. Ey, die Balls, das in Cruise zu machen. Shield auf der Plattform. Okay, okay, okay. Alles ist möglich. Oh, schön die Fair verdient. Oh. Dennis muss richtig hier seine Low-Percent ausnutzen. Ja, gut. Solange er crouchcatchen kann. Ja. Aber später wird es dann schwierig. Er hatte schon dann Schwierigkeiten runterzukommen von der Plattform. Oh, die Fair. War das noch ein Stitch? Oh, Digga. Den braucht er gar nicht. Den braucht er echt nicht. Weil ich muss nachher nochmal den Stream gucken. Das könnte schon sein. Ja, das Hammer. Lecker. Lecker. Nudeln. Dennis. Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart. Wie ein Stein. Conroy Member, der Young Boys. Kuri. Was? Ja, so. Kuri ist jetzt bei uns. Ja, Mann. Also, wir haben dich schon die ganze Zeit über Wanderer. Ich muss zugeben, ich habe auch schon mit Koba geredet, auch wenn er auf der anderen Seite ist. Was war da? Was? Ich hab's verpasst. Mir ist so langweilig, hat sich kurz hingelegt zum Mittelchen. Ja. Okay, das ist ein Call-Out. Ja, du musst jetzt gut Arbeit leisten, auf jeden Fall. Ja, aber es scheint erstmal D-Rage. Ah, D-Rage. Wir haben unseren Counterpick, unsere Trap-Card. Ja. Jumbo gegen D-Rage. Interessant, der hat die beiden Hissen. Ja, haben sie, aber es wird halt nicht dazu kommen, weil Janis wird die jetzt vorstoppen. Das, wenn wir ehrlich sind, das ist auf jeden Fall ein mögliches Szenario. Es ist auf jeden Fall in den Karten. Ja, es ist, ja. In den Karten und vielleicht in den Sternen. Wenn wir jetzt gleich sehen. Also wie viele Stocks hat Dennis noch? Einen, okay, ja. Da ist echt alles drin. Also in den Sternen wird gleich der Master. Ja. Ja, wirklich. Also ich möchte glauben, dass D-Rage es kann. Mit D-Rage hatten wir schon echt oft gute Sets. Ich glaube, der kann. Ja, der kann richtig was. Der. Heute muss ich jetzt gerade. Ey, einer muss ja für die andere. Wir wollen hier impartial sein. So, ja. Ich glaube auf jeden Fall an D-Rage. Ja. Stabil.
auch schon lang am Ball, lang am Spielen. Dennis hat irgendwie schon fast 80%. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ja. Die Stage, für wen ist die jetzt eigentlich gut? Was wird für Beach. Für Beach, ja. Also ohne Plattform kann es schwer sein zu bekommen. Aber du musst auch textgemäß das Gute sein. Das ist aber falsch. Würde ich sagen, hat die Welt vielleicht nicht so ganz. Ja. Aber im Neutral steckt er sich schon ganz gut. So, ja, der Unterschied zwischen richtig guten Spielern und okayen Spielern ist halt panisch gemacht. Ja. Aber die Welt macht das gut. Aber jetzt ist vorbei. Ja. Jan Boys, Jan Boys, Jan Boys, Jan Boys, Jan Boys, Jan Boys, Jan Boys. Yeah, dude. So Luma, what's the history on these guys? You said these guys have played before. Okay, so in the history, there's been a money match about the best worst player. And that money match, D-Rage won. But today it's gonna be different. Okay. I don't know about that. G hype's on top of this. Okay, well, look another Marth Tito. I'm not sure about that. True. How many stocks down right now? Wait, Dennis took two? Yeah, I think we're down like 12 stocks. What the? No, what's oh happened? My god. I think they're gonna go to the feast. Oh, okay. Yeah. Dennis just took one, right? Yes. Yeah. That was really well played. That's insane, man. Jeez. But we don't need more. Like, we don't need more. You got loads in the bank. This was stacked from the start, you know. It is true. I don't know who. I don't know who. Team captains. We have pro young boys over here. Yeah. Let's go! Okay, so. Okay. Oh, just not like giving him anything. When was that money match, in any case? I think that was five years ago. 5 years ago? Oh, a lot could have changed this year. Let's go, D-Rage! D-Rage answering right back. Can I scream in the microphone? I think so. It doesn't really I'm hoping our audio guy is gonna check it, even though he doesn't have headphones on right now. Oh, yeah. Maybe like good advice. Like, you play in a band, right? Oh, yeah. Like, good advice is always if you scream, move a bit further away from the mic. Right? Oh, yeah. Michael knows what's up. Oh, no! Okay. What is happening? Yeah, I'll kill him! Yeah, come on! Let's go, D-Rage! Yanbos showing D-Rage, what's up? Yeah. Talk to me right now. Yeah. What is happening? Yeah. Oh. Sorry, I'm really into the game in terms of being on one of the teams and we've been getting stuck the whole time. Oh my god. Yanbo is not afraid to swing. And I think that might be what won him the game. He just came in. Like, got a couple hits, F smash. Got a couple hits, F smash. Just stock after stock after stock. And Parsec. Yeah. Now. Parsec. He's got to clean up like 20. Put in some work. Only 19. Only 19 stocks. Never. So you haven't played yet. I haven't played. Third hasn't played. Komori hasn't played. And Lil hasn't played. Oh, jeez. Don't worry, we've been getting stomped all night. Yeah, this is. Can you enlighten me? What were your thoughts about picking Parsec in this situation? Okay. So, you know, you dig around in the bottom of the barrel, you know. Yeah, what are your thoughts about that? Give me a hot take. I can see it happening.
Let's go. Let's go. He must be fucking good, yeah, but Parsec. Dude, that's like 6 Parsecs. Oh, what? Oh my god, 10%. He's taking that stuff for 10%. Parseco. He's been warming up for this. He's got to go on the run of his life right now. For his team. For Team G-Hype. Oh, what? That's a deleted stock. He's got to... Let's gotta go. Stay hot. Oh, oh, he's fading. He's playing it safe. Oh, but it's Marth on FD. Oh, got the jump. Oh my god. Yembo swinging that sword. Oh, jeez. Check is very off-color, man. Yeah, that's another thing that I've noticed. Like, cheering and cruise is a very sensitive issue as well. Parsec cleaning up! Team G-Hype lives on! There is still hope. What a start! What a start. Yes, let's go! Let's go! Parsec, the Sieger der Herzen. Sieger der Herzen, genau. So, 500.000 Leute zu Hause schauen es an, die wollen nur sehen, dass Parsec auch das gesamte gewinnt. Ja. Genau. Okay. Fox versus Peach. 4 down smashes, and this could just be over. Oh, really? Oh, no. Wait, okay, but isn't Wobble's this bread. The dude... Wait, is this come over? Yeah. And didn't he play... I heard okay. Didn't he play Peach today, or am he I confusing did. Him? I played Peach yesterday. Yeah. Okay, but now he's playing Ice Climbers, yeah? He used to play Ice Climbers as the main. Okay. So Ice Climbers Peach duel, I guess. Okay. That's quite the combo. Yeah, but the Ice Climbers before So, Parseco rocking the Hacks money color. Go! He's gotta, oh, he's yeah, gotta oh do yeah. some hack shit. Oh, let's yeah, go. That Nana's gone. Who is Nana? Kill him. Coco oh, single. Yeah. Oh, come on, guys! Take his whole stock. Got him, bro. Popo looking for a girlfriend right now. Wobbling is alone. This guy hates ice climbers. Oh yeah. Oh shit. That's a stopper, man. Per second, 9%. God. I play that every Can time. Anybody stop this man? Oh, Nana's gone! Who is Nana? Oh, Reckon! Yeah, oh yeah! God, the disparities in skill in this game are really extreme. It's oh my god! Let's go! Just cleaning up! Oh yeah, yeah, yeah. Could this be the first stock? He's been oh yes. Playing so well. He's dropped the edge guard. Oh no, it's some shenanigans. Okay, things are tense. He's regained control for now. Holding center stage, playing it well. Mana is gone again. Oh yes, Popo's no joke though. Can he get the edge guard? Oh yes! I can't see on the camera right now, but Komori is doing push-ups because he knows he must do penance and he knows he has to get better. Parsec putting in work right now. He's gonna take all their stocks. He's gonna take all your stocks. We have yet to see. Oh man, I need my socks to go home, man. It's snowing outside. Oh, it is cold. Yeah, it's cold. Maybe he should leave don't, some of your socks. Please, don't take our socks, Parsec. Have mercy. Yeah, so who do we have left, actually, though? We have Numa still. Yeah, Numa. Numa, Lele, and third. Numa, Lele, and third.
Okay, so Lele going in right now. This is like a kumite, basically. You guys know those 100-man karate tournaments? You ever heard of a kumite? No. It's basically when you're really good, you just fight 100 guys. Doma hat den Rucksack auf. With like no breaks. So this is like basically that. The Parsec right now. So it's kind of like the horse-sized chicken versus 100. Yes. Yeah. It's the same concept. Yeah, yeah. Right now he's definitely looking like one horse-sized chicken. Wow. I believe in that. We believe together. Like. Yes. So, what this really depends on is how many chicken-sized horses Lele is. How many chicken-sized horses do you think you need to be the horse-sized chicken? Never mind! Go! Let's go, Parsec! Back to him! Get some damage to him! Time out! Pikachu. Looking like X. Da ist das andere Team aber ganz schnell leise geworden. Parsec still saying cool. Offstage, scary stuff. How much percent is he giving? This is reminiscent of X on the silent one. He's already done more damage. Let's go. But he's playing it very safe. Let's go! Ja, du meinst. Oh, that cheeky side. I love this. Oh, yeah, schön, Digga. Parsec seems to regain control. Wow, that already kills. One sack to one. Anything can happen. Yeah, it's pretty nice from Lele allowing Duma to get some like time in the spotlight. That might just be it. Yeah.